Moin, 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 liebe Freunde und willkommen zurück im Multiplayer. Wir haben noch das gleiche Deck, ich habe es auch noch nicht verändert, nicht gepimpt, gar nichts gemacht. Aber es sollte ja eigentlich funktionieren, Crossman 4. Und mal schauen, also ich habe auf jeden Fall, ne, ich habe nicht auf jeden Fall, aber ich habe wahrscheinlich demnächst wieder etwas mehr Zeit. Oh Gott, sehr viel Mana. Zu wenig Mana. Müssen wir mit starten? Schlechte Hand. Have fun. Good luck. Diesmal andersrum. Ja, super. Wieder auf 6 runtergemulligend. Naja, aber wir kommen raus. Wir kommen raus. Hier und hier. Wir kommen raus. Hoffen wir nur, dass es weitergeht. Mit ein bisschen Mana. Schöne Farbkombo, die er spielt. Und eine sehr gefährliche Farbkombo, die er spielt. Ja, wir warten natürlich auf hier unsere Alarmschlageritis. Klar, er kann nicht geblockt werden. Ich wollte nur mal das Zeichen nachlesen, aber ich meinte, es war nicht geblockt werden. Und ja, ist halt so. Entschuldigung. Aber nur, weil er nicht geblockt werden kann. Heißt nicht, dass ich trotzdem nicht meine Alarmschlagen losbrüllen kann. Okay. Er kommt mit den Unblock-Bärchen. Aber ich denke, er wird sie nachher zurückhalten, um selber zu blocken. Ach Gott, und er hat Schadenseffekte an. Ihr wisst, wie sehr ich das mag. So, Alarm schlagen. Können wir gleich schon mal gegenhalten. Oh, schön. Und einen Schock haben wir auch noch. Ich würde sagen, wir greifen mal an. Wenn er blockt, bin ich zufrieden. Wenn er nicht blockt, ist auch schön. Dann haue ich gleich die Geschwaderfalken raus. Alles klar, er geht, ja, Schadenseffekte. Vorm Schock will ich nämlich hier erstmal ein bisschen aufbauen, deswegen spiele ich jetzt gerade erstmal raus. Ja, ich möchte mir 2 raussuchen, weil ich so oder so gleich entweder ein Land ziehe und es spiele oder eine Karte spiele. Also möchte ich gerne volle Hand haben. Tja, jetzt kann ich ihn, glaube ich, noch nicht pimpen. Doch, kann er. Schade. Das wäre ein schöner Schockgegner gewesen. Aber ich war ja ungeduldig. Nein, eigentlich war ich nicht ungeduldig, aber ich musste halt was rauspacken. Ah, 4-4 ist er schon. Kriegen wir trotzdem weg. Bekommen wir trotzdem weg, Leute. Das soll uns nicht aufhalten. Jetzt bitte ein Land. Ein Seamus. Ein weißes. Ja, ein weißes. Ich hätte jetzt gerne ein Plains. Danke sehr. So, und dank diesem Plain können wir uns nämlich jetzt überlegen, ob wir unseren dicken Prügelknaben rausholen oder unseren Ritter. Und aufgrund dieser Karte wäre ich für beide. Ich spiele ihn raus, einfach weil ich dann einen ordentlichen Blocker liegen habe und er weiß, dass ich da einen Blocker liegen habe. Das ist das Schöne an dieser Karte. Na, mit Flyer greift man natürlich an. Wir müssen ja ihm auch ein bisschen Kontra geben. Und ich werde wahrscheinlich den, also der 4-4er muss ja weg, ne? Über kurz oder lang kriegen wir den auch weg, aber erstmal muss ich die Unblockbaren da weghauen. Aber ich musste ihm jetzt erstmal den 3-4er vor den Latz knallen, damit er nicht gleich auch mit dem 2-1er auch noch Stress macht. Wobei, dafür haben wir auch Tokens, ja.
Na, spielt das ruhig runter? Ja, er spielt es ruhig runter. Geht kein Risiko ein. An sich eigentlich auch eine schöne Sache. So, dann ziehe ich jetzt aber noch ein Land. Noch ein Plains wäre aktuell ganz cool. Oder halt, wir ziehen es nicht, das geht auch. Und jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wobei, wir können eigentlich den Flattermann rausspielen und dann einen wegschocken gleich. Haben wir noch einen? Hey, wir haben noch einen. So, Verteidiger haben wir da genug liegen. Angriff. So, und ich hoffe, oder ich möchte einfach, dass er übermütig wird. Ich möchte, dass er mit seinem 4-4er angreift, vielleicht aber auch jetzt gleich einen 5-5er. Und wenn ich ihm da alles reinbutter, was ich habe, und dann mit dem Schock den Rest gebe, wer ist das wert? Ja, jetzt ist er schon 5-5. Mit 5-5 könnte er jetzt echt probieren. Okay, 6-6, scheiße. Ich will meinen 3-4er eigentlich nicht reinstecken. Aber ich muss die Unblockbaren langsam wegkriegen. Okay. Ich will ihn da nicht reinstecken. Ja, wir machen mal einen weg. Wir fressen uns sonst auch über kurz oder lang einfach auf. Und solange wir ihn noch blocken können mit irgendwas, ist doch alles okay. Das ist geil. 3-4 First Strike. Also wir könnten entweder damit einen Flattermann von uns versehen, um auch die Engel jetzt hier regelmäßig vom Himmel zu holen. Oder unseren 3-4er, damit er den, obwohl der 6-6er, der wird ja eh nochmal gepumpt und gepumpt, ne? Ne, das machen wir tatsächlich so. Damit wir einen Blocker für die Engel haben. Und zur Not können wir ihn auch noch multiblocken. Würde ich auch noch machen. Oder? Nein. Erst wenn wir keine Blocker mehr haben. Vor allem nicht mehr, obwohl er hat keine Karten mehr auf der Hand. Wäre die Chance, wenn er angreift. Wäre die Chance. Ja, okay, er spielt auf Safe. Gott, wir brauchen Mana. Komm, Länder ran hier. Jetzt aber, Länder. Komm. Ah, endlich ein Land. Herrlich. So, lassen wir den Himmel beben, oder? Ja, erstmal bringen wir die ganzen Falken raus. Ja, machen wir. Denn, auch wenn die 2-2 sind, bringt das gerade nichts, weil wir haben ja nur die beiden hier, die über 2 sind. Über 1 in der Toughness. Also bringt uns das 2-2-Gehabe noch nichts. Das wäre eher so angriffsmäßig interessant. Scheiße, da ist unser 3-4er weg. Also, er wird jetzt gleich weg sein.
Oder er nimmt den 4-1, das kann auch sein. Ja, bei Landfall war das, oder? Ja. Aber nur noch zwei Mana und wir können auch nachher noch immer die ganze Welt bereinigen. Dafür wäre natürlich cool, wenn er sich irgendwas erstmal schnappt. Okay. Okay. So, jetzt lohnt es. Und jetzt können wir mal langsam anfangen, eine Offensive zu starten, ne? Ne, noch nicht. Wobei, der ist jetzt echt, das ist so ein Problem. Aber wir müssen, ja, ich hoffe, dass er kein Land zieht. Es geht nicht anders, ich kann doch nicht angreifen. Er kann ja alles durchlassen, locker, und dann einmal zurückkommen. Ich muss noch blocken können, weil ich habe. Er hat kein Land gezogen, glaube ich. Das dauert zu lange. Seit er die Turbulenz gesehen hat, wird er einen Plan im Kopf haben, welche Karte er nimmt. Also wird es kein Land sein, sonst wäre das direkt schon gemacht und seinen Plan umgesetzt. Er ist was anderes. Irgendwas, wo er jetzt die ganze Zeit am Rechnen ist oder überlegt. Doch, es ist ein Land! Warum hat er so lange überlegt? Das, ach so. Stimmt, der kommt ja nicht ins Exil, der kommt unter seine Kontrolle. Scheiße. Er hat das schön gemacht. Das hat er sehr schön gemacht. Tja, dann soll ich gleich mal ein Land ziehen und die Weltreinigung, glaube ich, durchzimmern. Sollen wir darauf pokern? Okay, wir müssen jetzt darauf pokern. Wir müssen ja alles jetzt in den Block reinschmeißen. Er hat keine Karte mehr, kann nicht mehr pushen. Ja, im Großen und Ganzen schmeißen wir gerade wirklich alles in die Waagschale, was wir haben. Ich muss ein Land ziehen. Bitte. Scheiße. Das ist kein Land. Wir können immerhin beides durchziehen gleich. Das heißt, ihn wegpumpen, ihn wiederbekommen und blocken, was das Zeug hält. Ah, Moment, das ist eine Hexerei. Puh, war ein bisschen knapp. Ja, oben auf, wir brauchen Mana. Oh, okay, ich musste beenden. Er hat nur noch drei da liegen. Klar, ich hätte es noch was, ja doch, ich hätte, nee, er hätte alles trotzdem blocken können. Hätte keinen Sinn gehabt. Oh, wow, 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 wow. Aber die Weltreinigung spielen wir jetzt nicht mehr. Also erstmal nicht.
Wir starten gleich mal eine Offensive. Müssen wir sind auf 10 Lebenspunkten. Oder müssten wir? Müssen wir eigentlich nicht. Der bekommt jetzt mal Wachsamkeit. Einen kann er meinetwegen töten. Da ist ja kein Lifelink hinter. Und einen brauche ich hier zum Blocken. Und der andere hat Vigilance. Einen würde er töten. Er kann auch zwei töten mit dem Engel, dann kommen wir auf fünf durch. Gut, kommen fünf durch. Aber ich muss ihm jetzt, solange es noch geht, ein bisschen Schaden machen. Vor der Reinigung. Und deswegen überlege ich, spiele ich denn jetzt überhaupt noch die Ritter raus vorher? Ich glaube nicht. Nee. Ich gucke nochmal, dass ich ein paar Karten ziehe. Ich gucke, wie lange ich klarkomme. Oh, der Wachposten. Ja, die Karte regt mich so auf. Ja, wir müssen sie spielen, sonst leben wir einfach nicht lange noch. Ich hätte gerne was anderes noch zum Rausspielen gleich. Oh, ja, geil. Wir können die Reinigung spielen. Dann ist natürlich er dran. Legt raus. Dann legen wir ihn raus. Dann legen wir ihn raus. Oh, das sieht gut aus. Schade, dass wir sie verlieren. Und ihn auch. Drei kann er blocken. Eins, zwei, drei. Und zwei kommen durch für vier Schaden. Aber vielleicht sagt er sich auch, haha, wenn ich das alles durchlasse, bin ich nicht tot. Aber er. Das wäre geil. Aber warum sollte er es tun? Er kann ja tot blocken. Also ohne Konsequenzen. Ah ja, und wir haben da, klar, ja. Also sechs Schaden würden wir machen. Sechs Schaden ist erstmal okay. Also an seiner Stelle wäre ich sehr vorsichtig, weil ich denken würde, scheiße, drei Karten auf der Hand, alles Mana offen gelassen. Weiß kann pushen, bis die Heidi scheppert. Ich muss es eigentlich immer noch nicht spielen. Sieht immer noch gut aus. Oh, das ist ärgerlich. Ich muss es theoretisch nicht spielen. Aber er braucht nur noch einmal einen Viererspruch und da kommen wieder zwei Engel. Und dann wird er doch mal irgendwann zu dick und ich kann den Engel gerade nicht mehr blocken. Ach, ist das behindert. Fünf Schaden würden wir reinbekommen, wenn ich jetzt nichts mache. Fünf. Sind wir auf vier. Gibt er dem Vieh noch irgendwie Trample?
Oder schickt mir was zurück auf die Hand, ist es vorbei. Gehe ich nicht ein, das Risiko. Es wird zu viel Risiko, Leute, sorry. Natürlich bringen wir doch zuerst sie raus, anstatt den Riesen. Weil wir dann nächste Runde halt einfach schon mal eventuell mehr Schaden machen können. Ganz klar. Ja, sehr ärgerlich, dass ich die Weltreinigung spielen muss. Weil ich wäre bestimmt noch, also ich wäre gerade mit dem Riesen und sowas und mit dem 2-2, ich wäre noch anders aus der Sache rausgekommen, aber. So, bevor du hier anfängst, was zu machen, mein Freund, schmeißt du den mal direkt wieder weg. Ja, komm, kommt auch noch vom Riesen. Gerade liegt keine Gefahr da. Ah, ich mag das Deck. Es gibt uns einfach immer noch die Möglichkeit, wieder ins Spiel zu finden. Aber allein, also ich finde die Karte allein schon krass, ne? Also die Weltreinigung finde ich wirklich heftig. Die ist einfach so ein Back-in-Game-Ding. Heißt noch nicht, dass wir gewonnen haben, ne? Bei weitem nicht, Leute. Aber es ist, war eine super Karte. Und er hat nix. Er hat nix. Scheiße, ich hätte ihn vorher spielen sollen. Er hat noch eine Karte. Kacke. Habe ich nicht aufgepasst. Also er hat bis jetzt ohne Counterspells gespielt, also hoffe ich mal, dass er auch weiterhin keine hat. Nein, er blockt ihn nicht, er hat ihn nicht. Oh, ist das ein schönes Match, Leute. Ist das ein schönes Match. Gottes Willen. Ah, jetzt leecht er sich nochmal 4 hoch, ey. Oh Gott, come on. Ja, lass mal natürlich auf der Hand. Oh, Moment. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nee, verbrauche ich den Schock nicht für. Na, was willst du blocken? Denk dran, wir haben einen Riesen. Das ist eine so übelst krasse Karte. Die noch mit dem Engel zusammen unverwundbar machen, also unzerstörbar machen. Ich habe den Engel auch hier mit an Bord. GG. Die zwei knall ich ihm jetzt direkt rein. Dann ist das Spiel nämlich jetzt rum. Er könnte, glaube ich. Doch, er könnte auch einen Riesen rauslegen. Okay. Zwei Karten hat er zwar auf der Hand, kann er auch haben, aber. Ich bezweifle, dass er mich jetzt aufhalten kann. Ja, kann er nicht, allein wegen der Verzauberung. Und tschüss! Was ein geiles Spiel, Leute. Boah, hat das geflasht. Also das ist richtig cool gewesen. Und das war so lange, Leute, dass es heute einfach nur diese eine Runde gibt. Aber es war einfach gigantisch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.